So, dann geht's doch noch mal eben weiter. Ich habe die kurze Pause, die ich dann doch noch machen konnte, genutzt für ein bisschen Futtern und so. Muss ja auch sein. Und jetzt geht's weiter. Womit denn nur? Ich würde mal sagen, ich baue hier weiter die Duppen. Schön immer die Blumenkästen auch zuklappen. Das ist sonst nicht gut. Dann fällt die ganze Erde da raus. Und eins und zwei drei und vier. Mann. Eins, zwei, drei. Habe ich jetzt irgendwo einen vergessen? Wieso habe ich denn eine? Oder hä? Ach, hatte ich noch einen? Oder habe ich tatsächlich doch? Ich habe doch einen vergessen. Hier, der fehlt ja noch. Habe ich eventuell noch einen Zaun, den ich da reinbauen kann? Dann probiere ich jetzt mal. Ach, das kann ja gar nicht gehen. Nein, ach Mann, das darf jetzt aber nicht häufig passieren. So, nein. Nein, Mano! Okay, da gehe ich mal auf Nummer sicher, weil ich habe nicht ganz so viele von diesen. Hallo, da sollte oben drauf. Kann man das nicht oben drauf? Doch. Dann muss ich mir jetzt mal eine außerordentliche Ungeschicktheit diagnostizieren. Bezüglich der Verwendung von. Nö, das sieht ja auch nö. Ich glaube, ich mache dann tatsächlich diese Bäumelchen da überall drauf. Ich hätte das gern ja noch eine höher gehabt, aber. Oder wie sieht das aus, wenn man den direkt da drauf. Das hatte ich da vorne bei der Brücke schon mal. Das sah doch irgendwie scheiße aus, ne? Welcher sieht besser aus? Der da hinten sieht eindeutig besser aus. Nicht schön, aber besser. So, und puff, und. Und den dahin und den da drauf. Druff, 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 druff. Ja. Und jetzt nach hinten. Und die letzte Pflanze. Pflanzen dahin. Ich habe ein Skelett gehört. Kann ich noch mehr Pflanzkübel pflanzen? Immer dran denken. Nein, da hätte ich dann drei dazwischen machen müssen. Dann wäre da einer gepasst. Sollte ich den Abstand zwischen den Fackeln nochmal ändern? Machen wir drei? Manu, mache ich jetzt drei oder lasse ich's? Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal. Aber ich könnte ja. Ich habe ja keine Axt. Mist. Ach, dann nehme ich doch einen Erdeklotz. Habe ich da gerade einen Zombie gehört? Ja, habe ich. Aber der will nichts von mir. Zack, zack, und haben wir gelbe Blümelein. Rote haben wir ja nicht so viele, dann lassen wir es mit den roten. Zack, und dann da auch noch. Mit Blättern kann man bestimmt den jetzt, aber irgendwie wurde ich gerade. Der klang echt dicht. Von rechts irgendwo. Ah, ja, rechts. Oder links. Dann ist er wohl. Ach, dann nehme ich doch jetzt auch noch mal eine rote. Schad ja nicht. Bisschen Farbe hier reinbringen. Und das sieht doch irgendwie doof aus. Aber ich kann, könnte den, also maximal lasse ich das jetzt so. Aber es sieht natürlich echt ein bisschen scheiße aus, ne? Ich den jeweils einen weiter in die Mitte setze. Nee, das ist schon. Nö, das kommt, das sagt ihr, das ist okay, oder? Das ist das vollkommen okay, meine ich. Vollkommen mit Sicherheit nicht, aber vollkommen okay. So, ich teste nochmal aus. Ich nehme aber dafür den Morgen in die Hand. So, los geht's. Kein Creeper. Kriege ich den auch aus der Fahrt? Oh. Wo ist denn mein Wagen geblieben?
der weiter ohne mich? Das ist doch nicht so weit. Die fahren doch nicht so weit ohne mich. Also ich renne das Stück jetzt ab, aber wo ist der geblieben? Da ist der doch nicht mehr. Der kann doch ohne mich nicht so weit fahren. Nein, ist er auch nicht. Das ist der nicht, oder? Ist der das? Nein, das ist der nicht. Das ist irgendwie auch merkwürdig gerade. So, reite ich erstmal auf den Schienen in den Monduntergang. Wieso? Ist der runtergefallen? Das Minecart, ist das Minecart irgendwie runtergefallen? Ich sehe das aber da unten auch nicht. Das müsste ich doch sehen, wenn das war doch irgendwo hier. Das müsste man doch sehen. Ich sehe doch eigentlich alle, oder? Eigentlich sehe ich... Das Minecart hat sich aufgelöst. Erstaunlich. Das Minecart hat sich aufgelöst. Also irgendwie... So war das aber gar nicht meine Absicht. Das war gar nicht meine Absicht. Ein auf sich auflösendes Minecart. Und du bist schuld, blödes Viech. Da liegt auch kein Minecart, oder? Gehe ich eben runter und gucke? Hallo, Spinny. Ja, ich werde da wohl runtergehen und gucken müssen, aber eigentlich bin ich auf der anderen Seite, kleine Spinne. Edge getäuscht. Jetzt bist du über mir. Hallo, Enderman. Buh, ich guck dich an. Hallo, Enderman, ich guck dich an. Na, jetzt hast du reagiert, ha? Ich guck dich wieder an, jawohl. Komm, kleiner Aggro, du siehst so scheiße aus. Ich guck dich immer noch an. Ja, komm doch! Hier liegt kein... Hier liegt nicht zufällig... Hast du zufällig einen Minecart gesehen? Enderman? Hast du zufällig einen Minecart gesehen? Mein Minecart? Ich hab dich doch gehört. Glaub nicht, dass ich dich nicht gehört habe. Ich hab dich gehört. Aber ich glaube, jetzt bist du auch... Nee, bist du nicht. Hallo. Jetzt bist du weg. Da ist er hin. So, so. Hier bin ich. Hallo, Enderman. Hallo, jetzt bist du dahin. Dahin. Du bist aber auch echt schnell. Egal. Ich hätte so gerne die Enderperle gehabt. Aber... Minecart wäre jetzt auch nicht schlecht. Jetzt habe ich den Bahnhof gebaut und dann löst sich das Minecart in Luft auf. Es ist blöd. Ich brauche doch mal ein Taschensteak. Ein Taschensteak. So, ja, kann ich mich setzen? Ah, gemütlich. Naja, jetzt nicht wirklich, ne? Du sitzt... Irgendwie sieht das mal bescheuert aus. Oh Mann. Na gut, okay, wieder weg damit. Ja, ich fürchte, ich werde jetzt erstmal nicht mehr mit dem Pfeil und dem Bogen aus einem Minecart heraus... Mob Drop? Aus einem Minecart heraus schießen. Das scheint nicht so gut zu sein. Das ist natürlich irgendwie echt blöde gelaufen. 2, 3. Ach, da hatte ich ja auch noch zwei. Warum mache ich mir einen neuen Bogen, wenn ich eigentlich... Ah! Nee! Oh! Ah! Ich bin doof! Ich bin doof! Ich bin doof! Ich bin so doof!
Mann! Oh, holla! Ah! Einfach mal ins Inventar gucken, wenn das Minecart sich in Luft auflöst. Manchmal tut es das gar nicht und versteckt sich einfach im Inventar. Und warum ich, wenn ich ein Minecart bauen will, ein Ersatz-Minecart, was nicht notwendig ist, einen zweiten Bogen baue, ist mir auch echt noch ein Rätsel. So, Bahnhof. Es ist mir ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel, Rätsel, ein rätseliges Rätsel, 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 Rätsel. Ich muss mal eben Aggressionen loswerden. Ich bin ja ein friedfertiger Mensch, aber bei solchen Gelegenheiten lasse ich auch die Aggressionen einfach mal raus. So, wie sieht die Scheiße jetzt hier von A da aus? Und das kann man so lassen. Der muss weg. Da muss man so. Nein, da noch nicht. Hallo, da drunter. Da. So, zack. Super, super. Alles okay. Kann man so. Jo, ist in Ordnung. Der muss da. Da. So. Da machen wir mal. Habe ich Kabels dabei? Ich habe keine Kabels dabei. Wozu auch? Ich brauche die ja nur. Jo, weiter, hier lang, hier lang, hier lang. Hier muss, das muss weg, 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 weg. Der Saat, die Erde, das muss alles weg. Alles muss weg. Und das muss auch weg. Und dann muss der Stein dann nachher weg und durch Erde ausgetauscht werden. Juhu, Kohle! Coole Kohle. So, ich denke mal, das sollte dann auch in etwa fast reichen. Ja, da muss der auch noch, der dann auch noch und der auch noch. Und ich glaube, den Rest packe ich einfach mal. Den 2, 3 und Erde 2, 2, 3. Und die beiden, nee, der ist ja nur einer. So, zack. Und 1, 2, 3 und... Eins, zwei, drei und vorwärts, rückwärts, seitwärts ran. Eins, zwei und eins, zwei, drei. Das ist ja quasi Erdeblöcke im Walzertakt. Nein, das wird nicht der Titel für die Folge, glaube ich. Das ist dann sogar für mich zu bescheuert. Die Kohle will ich aber haben. Zack, komm mit. Danke. Kohle. Gute Kohle. Liebe Kohle. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei. Das ist aber so, dass ich jetzt auch Kabel habe. Und das heißt, ich werde den vernünftig bis da unten hinbauen. Und da kommt mit Sicherheit dann Erde hin. Genauso wie dort und dort. Ach ne, eigentlich kann auch hier das so weg. Oh, der muss ja auch. Oh, na. Ah, nein! Herr Sommer, du bist so doof! Du bist so doof! Du bist so bescheuert! Nein! Nein! Boah! Ja, ganz ruhig, andere Leute werden für Doofheit bezahlt. Ich habe gerade die Assoziation, ich weiß nicht, woher sie kommt, aber ich muss an Berlin denken. Und ganz besonders an Herrn Westerwelle, ich weiß nicht warum. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade sagte. Das wäre Beleidigung. Das würde ich mich nicht trauen und auch so nie sagen. Man kann auch Wahrheiten unausgesprochen lassen. Wobei, wie gesagt, das, ich bin jetzt ruhig.